Moin, Herr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Männer- und Frauenwitze. Eine Frau will sich scheiden lassen, sitzt beim Anwalt, der fragt, was es alles so zu klären gibt. Zum Beispiel, trinkt ihr Mann? Nein, sagt sie. Schlägt er sie? Auch nicht. Und wie schaut es mit der ehelichen Treue aus? Nun, meint sie, damit kriegen wir ihn. Zwei von unseren Kindern sind nicht von ihm. Ein Paar, beide 78, sind beim Sextherapeuten. Der Arzt fragt, was kann ich denn für Sie tun? Der Mann antwortet, würden Sie uns bitte beim Sex zuschauen? Der Arzt schaut etwas verdottert, aber er stimmt zu. Als das Ehepaar fertig ist, sagt der Therapeut, ist nichts Außergewöhnliches bei Ihrer Art Sex zu haben und verlangt 50 Euro für die Sitzung. Das wiederholt sich mehrere Male in den folgenden Wochen. Das Paar macht immer einen Termin, hat Sex ohne Probleme, zahlt den Arzt und geht. Irgendwann fragt der Arzt, was genau versuchen Sie denn bei mir herauszufinden? Der alte Mann sagt, wir versuchen gar nichts herauszufinden. Sie ist verheiratet, wir können nicht zu ihr. Ich bin verheiratet, also auch nicht zu mir. Das Holiday Inn nimmt 90 Euro für ein Zimmer, das Kempinski 108. Wir machen es bei Ihnen für 50 Euro und bekommen jeder noch 17 Euro Zuschuss von der AOK. Sitzt ein Ehepaar an der Oper, sagt sie zu ihm, du schau mal, der Kerl rechts neben mir schläft. Sagt er, na und, ist doch kein Grund, mich zu wecken. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.